Sie fürchtet, wir könnten uns ineinander verlieben und geht uns nicht vom Hals. Ihr Engel Schädel erfasst jetzt nicht, dass wir über der Liebe stehen. All das klänliche, trügerische Abstreifen, das uns hindert, glücklich zu sein, das ist der Sinn und das Ziel unseres Lebens. Nur vorwärts. Wir schreiten unaufhaltsam dem hellen Stern entgegen, der dort in der Ferne glänzt. Nur vorwärts. Bleibt nicht zurück, oh Freunde. Ganz Russland ist zu unserem Garten. Die Erde ist groß und schön und es gibt auch hier gar viele wundervolle Orte. Bedenken Sie eine. Ihr Großvater, Ihr Urgroßvater und alle Ihre Vorfahren waren Sklavenhalter, Gebiete über lebendige Seelen. Jede ja, Früchte im Garten, jedes ja, Blatt am Baum spricht von den menschlichen Wesen, die hier in Knechtschaft gelebt haben. Dieser Garten hat etwas Schreckliches. Und wenn man des Nachts hindurchschreitet und die alte Rinde der Stämme in matten Reflexen erschimmern sieht, dann ist es, als ob diese Kirschbäume träumten, als ob sie in quälenden Visionen sehen, was hier vor hundert, vor zweihundert Jahren geschah. Was soll man schon für Worte machen? Wir sind um wenigstens zweihundert Jahren in der Entwicklung zurück. Wir haben noch gar keine Distanz zu unserer Vergangenheit gewonnen, und wir philosophieren nur, klagen über Langeweile und trinken Brandwein. Es ist ja doch sonnenklar, um wirklich und lebendig mit der Gegenwart zu leben, müssen wir zuerst unsere Vergangenheit abschließen und sie erbüßen. Und das könnten wir nur durch hartes Leid, durch unermüdliche, anstrengende Arbeit erreichen. Merken Sie sich das, Anja.